Ja. Der Grund, warum ich eigentlich direkt auf den Gast gezoomt habe, ist einfach, weil, ja, sagen wir, sieht man schönes an und oh. Also einmal haben wir hier ein schönes Labyrinth mit dem Horn drin. So, dann haben wir hier einen schönen Garten. Ich bin professionell. Ja, okay, ja. Wo ist eigentlich die zweite? Ach, da ist die zweite Toilette. Ach, da wo Ute gerade am A-Posen ist. Ja. Moment. Ja. Warum zum Fisch. Fick steht in der Küche auf dem Tisch ein Ja. halbfertiger Kuchen, auf dem Fußboden ein halbfertiger Kuchen, auf dem Tisch dann wieder ein Kuchen und ein Brötchen? Ich habe ernsthaft keine Ahnung. Soll ich abspielen? Also. Volle Möhre. Okay, gut. Nee, ich möchte nicht updaten. Ich Ja, ich möchte auch nicht. Blumen gießen. Was mache ich? Ein Kuchen. Warum backe ich einen Kuchen? Also Juri geht jetzt die Blumen gießen, wenn du verstehst. Ich bin gerade da reingezoomt. Warum zoomst du? Ich habe keine Ahnung. Einfach weil ich zoom. Oh, guck mal. Oh. Netzki kümmert sich um Ute. Ja. Okay, sie kümmert sich nicht um Ute. Sie hat sie aus der A-Pose befreit und jetzt dackelt sie weg. Oh nein, oh nein, oh nein. Ute hat was vor und ich ja, und ich mag das nicht. Oh. Okay. Was hat Ute vor? Oh. Wenn es der Vater nicht macht, dann muss es halt das Kind machen. Bleib stehen, Ute. Ich kann sie nicht anklicken. Ute! Ohne Witz, ich will gerne Jetzt, sehen, wie das. Ute! Oh! Renn, Juri, renn! Ich wollte gerade wissen, wie das passiert. Was passiert? Mir macht's Roman Angst, wenn er kokett guckt. Ich Aber weiß. sehr kokett ist noch Körster. Ja. Ich mag das nicht. Weißt du, was ich gerade da machen würde? Your Reality, Roman featuring, nee, Monica featuring die Armin-Version. Every day I imagine a future where I can be with you. Das werde ich versuchen. Sayori ist gerade energiegeladen. Ich weiß genau das Richtige, was ich mit ihr machen werde. Oh nein! Nicht das Horn! Oh Mann, Alter. Und sie muss hier. Nein, du gehst jetzt nicht aufs. Okay, dann Opfergabe für das Horn. Dann ins Klo. Obwohl, ja, okay. Ich sehe schon. Has somebody been eating sweet corn? Because if you eat sweet corn, it's the. Wie viele Kuchen sind da? Yes! Monika, keine Kuchen mehr! Keine Kuchen mehr! Hier sehen Sie einen Roman, der gerade. Das stimmt Ma aber Mar! wirklich. Ja, hier sehen Sie einen Roman, der gerade etwas Super Mario nachmacht. Du, Reisen hat Zerschickt. übrigens richtig recht, ne? Hm? Die Küche ist so ein medium modernen, ist so in einem medium modernen Standard gehalten und dann haben wir eine Hexeküche. Also den Ofen. Ja, mehr Abstand. Ich habe auf freie Liebe geklickt. Nee. Ja, wir haben jetzt fünf. Wir haben jetzt ein paar extra für freie Liebe. Warum? Freie Liebe. Wenn Monika nicht backt Roman. Moment, das ist jetzt ein Witz, oder? Fisch. Ja, wo, was, wie? Wo, was, wo? Miko Ojo will mit Monika abhängen. Aha, so, das ist bei Arbeitskollegin von Monika. Weißt du, wer jetzt den Kuchen backt? Wer? Sayori!
Why is everybody baking cake? Because why not? There's too much cake. There's never enough cake. There's just too much cake. It's the big cakening of 2021. Dann einen anderen Mal. Ja. Und ab irgendeinem Punkt wird schon langweilig mit dem ganzen Kuchen backen. Sayori. Lassen wir die mal stehen, okay? Weil ab irgendeinem Punkt ist es vorbei. Die werden schlecht, Roman. Die Kuchen kommen in den Kühlschrank. Okay. So, nun gibt es. Just took a piece of cake. Sehr, sehr müde. Ja, sehe ich. Und sehe ich auch, ich muss dringend duschen oder baden und was mit. Kuchen! Ich hab sie nicht angeklickt. Hast du es angeklickt? Nein! Why are they baking so much cake? Because I don't know. It's just so much cake. Ich glaube, das Horn ist wütend und zwingt sie jetzt dazu, Kuchen zu backen. Entweder das oder es hat was mit dem zu tun, was ich gemacht habe. Was haben sie denn gemacht? Ich habe für eine kurze Zeit dafür gesorgt, dass die eine Hochzeit feiern. Und die dann aber abgeblasen. Und weil du die Hochzeit abgeblasen hast, machen die jetzt nur noch Kuchen. She's making another cake! Wie gesagt, lassen wir die mal die Kuchen mal ausdingsen und hoffen, dass. Just so much freaking cake! Yuri, don't look at the cake! Eat the cake! Robin is making more cake! Oh nein! And just don't stop making cake! Du musst schlafen und kein Kuchen machen! Ich google jetzt, woran das liegt! Bitte sag mir nicht, wir müssen jetzt die Hochzeit wirklich machen. Sims won't stop making cake! Das ist Oh nein! Wäre witzig, wenn ich plötzlich durch das Abbrechen der Hochzeit wirklich, dass ich es irgendwie soft gelockt habe. Nein, es ist nicht durch die Hochzeit. Du hast irgendwann mal einen nachbarschaftlichen Aktionsplan gemacht, der Kuchen, der für die Nachbarschaft backt. Aber weil keine Nachbarschaft da ist, backen die jetzt nur noch. Wait a moment. Der einzige Weg, um das Backen loszuwerden, ne? Ja. Is letting your Sims starve to death. Oh nein, nicht. It won't stop making cakes. It's a curse now. Warte mal. Die brauchen. Was brauchen sie, um Kuchen zu machen? Ein Kühlschrank? Und Öfen? Ja. Also was sagen wir jetzt? Das heißt, wenn wir die Öfen und die Kühlschränke verkaufen, da gibt es keinen Kuchen mehr. Ja. But how do we make food? Order pizza. Pizza service. We live off pizza now. There's no cake. There's no cake. There was never cake. Ah, gut für Stakos. Gute ist für Stakos. Das ist gut. How do I make the child not small anymore? Ich hasse es, das zu sagen, aber we should make a cake. No, we need a cake to make the clothes. No.
Every day I imagine a future where I am baking cakes. Stop. In my hand is a cake. In my hand is the cake batter flows down into a puddle. Oh, nein. Just making cake. Baking into his heart. And if in this world of infinite cake, what will it take? Just to find a cake. What will it take? Just to find that special cake. Wir sollten wirklich so eine Version machen. Have I found everybody a fun cake to bake today? Jemand sollte das aufschreiben, wirklich. When you're here, there is only cake. If I can't even bake my own cake, what good is pizza? If I don't have cake. And if this world won't make me a cake, how can I bake cake into reality? Into your reality. And in your reality. If I don't know how to cake. How to bake cake? I'd rather bake. Das war jetzt. Perfekt. Ich glaub, du kannst wieder einen Kühlschrank und einen Ofen hinstellen. Wieso? Ich glaub, es ist wieder okay. Okay, ich versuche es. Ich habe genauso Angst wie du, aber wir können den Fluch nur brechen, wenn wir ihn bekämpfen. Nee, ich glaube, wir lassen das Video rein. Just have one of. Wobei, wir haben Markiplier, ne? Ja. In unserem Safe. Wir brauchen mehr Öfen als er. Du weißt, wie viele Öfen Markiplier hatte. Nein. He is a man who owns five ovens. 1, 2, 3, 4, 5. Dreck neben dem Klo, 6. Und weil wir es können, 7. Markiplier irgendwann so, I am a man who owns 5 ovens. Und Monika stellt sich hin, T-Post. I am a woman who owns 7 ovens. Roman, du hast die verzählt, wir haben 8 Öfen. Hey, wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, auf. Nein, es ist eine runde Zahl, so ist es okay. I am a woman who owns 8 oven. Ja? Warum will Monika ein Stück Kuchen nehmen? Where did the cake come from? Ich weiß, er ist im Kühlschrank. How did cake get into the fridge? That's a new fridge! Er speichert, was im Kühlschrank ist. Mach einen Keller und in den Keller legen wir den Kuchen rein. Gute Idee. So, Keller. The cake dungeon has been created. Okay. With no entrances to the cake dungeon. Ich werde dann jetzt wieder auf Play drücken, okay? Ja. Yeah. Manche Leute, die das Spiel spielen, sind dadurch in den Ruin gekommen, ne? Ah, ja, aus dem Joghurt-Parfüm mit Früchte werden jetzt von Monika zubereitet. There will be no cake. Hey, Did we break the curse? Yes, it seems. We broke the curse, it seems. The cake is gone. The cake is gone. Roman, ja. Ein Parfait ist nur eine Art von Kuchen. Nein. The curse has been broken. There's no cake.
There's no cake. We don't talk about the cake basement. I mean the cake dungeon.